So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Foundry. Wir spielen weiter. Ich habe hier noch unsere Säulen angebaut. Das ist also jetzt auch erstmal soweit fix. Hier müssen wir auch nichts mehr dran machen. Das ganze Ding ist eigentlich fertig bis zu Level 3. 1, 2, 3. Das heißt, erst ab Level 4 wird es wieder interessant. Ich glaube, bei Level 4 können wir sogar einfach rüberziehen dann direkt. Weil es durch die Erhöhung genau auf der gleichen Höhe sein müsste. Oder zumindest nur eins runter geht. Und das da geht höchstens 3, 4, 5, 5 runter. Deswegen müssen wir mal gucken, was brauchen wir denn? Für das nächste Forschungspaket wissen wir noch gar nicht. Okay, dann müssen wir mal in die Forschung gucken, die nebenbei läuft für die chemischen Verfahren. Also das dauert noch sehr lange, nicht? Wir müssen das erst alles machen. Und fürs Forschungspaket 4 brauchen wir Leiterplatten, Energiezellen und Firmalitstangen. Leiterplatten, Energiezellen. Leiterplatten können wir herstellen. Was brauchen wir für Leiterplatten? Polymerplatten brauchen wir dafür. Und elektrische Komponenten. Elektrische Komponenten kommen aus Technumstäbe und Drahtspule. Wo werden die hergestellt? In Fertiger. Wo kommt Drahtspule her? Aus Technumstäben. Okay, jetzt brauchen wir also die Dinger, was wir bisher immer im Inventar machen konnten. Und Olimit-Raffineration. Dann brauchen wir Öl. Und dann kriegen wir Abgase und flüssiges Polymer. Kann man die Abgase für eine Turbine benutzen? Interessant. Sprengstoff, Polymerplatte. Da brauchen wir das flüssige Polymer. Okay, Roholomit. Wo kriegen wir Roholomit her? Das weiß ich nämlich nicht. Tiefenpumpe. Größe hergestellt. Tiefenpumpe. Stahlträger, Rohr. Ich baue mal zwei Tiefenpumpen. Ich baue mal zwei Gasfackeln. Und eine Destillationskolonne. So. Erstmal, um da ranzukommen, nicht? Und da wir noch die anderen Sachen bauen, gehen wir so lange rüber zu den, ich glaube, beim Beton und werden mal ein bisschen was wegpacken von den Sachen, die wir noch dabei haben. Dann, wir haben noch ganz viel Chrom dabei. Chrom. Was für Chrom haben wir denn? Ich glaube, ein bisschen Sand, ja. Sand haben wir, Beton. Vielleicht kümmern wir uns doch darum. Habe ich Platten mit? Ja. Was fehlt mir eigentlich? Stahl fehlt mir. Okay. Stahl würde mir fehlen. Vielleicht kümmern wir uns darum, hier das Männchen wieder aufzubauen. Ich weiß gar nicht, wo der nämlich so sonst so rumdünkelt. Oh. Dann haben wir hier später so unsere Müllplattform. Aber man sieht ja zum Beispiel, das Ding da steht komplett falsch. Deswegen würde ich dir nochmal ordentlich hinstellen. So. Und den füllen wir eher mit den Kramsachen, die so Masse haben, wie das da. Davon haben wir mehr als genug. Zack. Sand zum Beispiel kann da rein. Also, so Sachen, von denen ich glaube, dass ich sie eigentlich nie wieder brauchen werde, können wir da reinwerfen. Dann stacken die wenigstens ganz gut. Kiste ist leer. Sprengstoff. Davon habe ich noch viel. Können wir hiermit ablegen. Brauche ich gerade nicht. Man kann ja auch sowas wie Anzeigen machen, nicht? So. Aber das wäre zu einfach. Den Beton, den könnte ich zurücklegen da vorne.
haben wir auch Krams. Die Treppen, da habe ich auch noch eine, die kann hier rein. Den Tank würde ich sogar mitnehmen. Sprengstoff und die ist auch noch leer. Habe ich denn noch mehr, was ich ablegen wollen würde? Eigentlich gar nicht mal so wirklich. Aber außer dem Beton. Mal gucken, wie steht's um den Beton. Ah, geht. Das sind... Was sind denn das hier? Was seid ihr? Das sind die Gießereien gewesen, nicht wahr? Kann ich eine bauen, weil uns der Stahl fehlt. Okay. Dann müssen wir erstmal Stahl holen. Ich glaube, Stahl wird jetzt auch immer wichtiger. Bei den Sachen, die wir in Zukunft bauen werden. Passt das hier noch? Das hier braucht gar nicht zwischenlagern. Das geht schneller raus, als verbraucht wird, leider. Aber auch nur, weil ich selber ständig Platten rausnehme. Sonst ist es, glaube ich, hier nämlich genau voll. Und man sieht da zum Beispiel, die Platten haben sich noch nicht gestaut. Da hinten wird gar nicht verbraucht, nicht? Und der verbraucht ständig. Naja. Wie komme ich von hier zum Stahl? Ich habe keine Stahlautobahn, nicht? Müsste eigentlich auf da hinten hoch. Und von da komme ich zum Stahl. Ich hätte hier vielleicht draufspringen können, um dann darüber zu laufen. Naja. Man könnte halt Laufstege zwischen den Dingern machen. Ich glaube, die wären gar nicht so verkehrt, weil man da nicht runterfallen würde. Da muss ich auch wieder Stäbe einsetzen. Und, achso, das habe ich dahin gesetzt, um die Größe nachzuplanen. Und ich sehe was, ich brauche gar nicht bis zum Stahl laufen. Wir brauchen ja nicht so viel Stahl. Wir können ja einfach hier die ganze Zeit Stahl kurz rausnehmen. Ich glaube, das geht halt schneller. Weil ich will ja so 100, 200 Stahl nur. Als wenn ich rüberlaufe. Dann muss ich nämlich nicht wieder alles hin und zurück. Ah, smarter Trick. Weil bei 200 haben wir einen Stack und der muss erstmal reichen. Ein bisschen mehr vielleicht als ein Stack, weil wir jetzt ja gleich was bauen wollen. So. Noch eine Gießerei wollten wir bauen. Zwei, nicht wahr? Okay. Und vielleicht, ich weiß nicht, Destillationskolonne. Brauchen wir die noch? Hm. Wird sich zeigen. Lustig wird's, wenn der Strom ausfällt, nicht? Der Strom, der ist ja hier hinten. Da war ich ewig nicht mehr. Chemische Verfahren wurde freigeschaltet. Oh, Mann. Aber da brauchen wir Polymerplatten. Flüssigkeitsfertiger, chemischer Verarbeiter. Okay, okay. Dann gehen wir weiter in der Erforschungskette auf Energiezellen. Ignumpulver. Oh, oh. Hier schwant Übles. Warum ist das hier außerhalb des Bildschirms? Forschung, da. Olomitsäure, Olomitgas. So, und wir haben ein neues Rezept bekommen. Ignumpulver. Ignumschotter kann zu Ignumpulver verarbeitet werden. Und bringt uns dann was? Normalerweise kriegt man ja auch so Rezepte, um hier mehr Stäbe oder sowas daraus herzustellen. Aber vielleicht ist es ein besseres Brennmaterial? Keine Ahnung. Steht nicht da. Ich kann nichts irgendwo reingeben. Keine Ahnung, steht nicht da. Sowas wäre halt wichtig. Nicht? Man kriegt so Sachen, aber das war dann auch alles dazu. Hm. Nur noch 54 Stahl. Okay. Ne, dann füllen wir gleich mal auf. Ne, da 100. Okay. Stäbe haben wir noch genug. Das haben wir noch genug.
Na dann rüber wieder. Ich glaube, wenn wir dem Weg folgen... obwohl, dann laufen wir den Platten hinterher. Aber wir können mal gucken, ob das hier ausreicht. Hier sind wir auch lange nicht. Nicht, dass die hier leer laufen. Nö. Okay, also die Teile, die reichen. Dann kürzen wir halt so ab. Immerhin besser, als durch Wasser zu laufen. Und wir müssen eh warten. Die sind noch nicht fertig. Aber wir können ja schon mal planen und umbauen. Genau. Also die werden ja alle befüllt. Bei dem hier muss eine Trennung hin. Wie viel Abstände haben wir immer zwischen denen? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Und in das linke kommt immer das Zeug rein. Also haben wir hier eine Trennung. Oh. Dann kommt das da schon mal an. Hier beim hinteren haben wir die Trennung auch schon. Wir hatten es nämlich vorgesehen, dass das sich erweitert. So, da. 3 und immer ins hier rein. Zank. Wunderbar. Dann kommt das da schon mal wunderbar an. So, die Trennung hier. Oh, die wird knackig. Muss genau hier stattfinden. Ich hoffe, das passt. Ja, runter ist auf jeden Fall richtig. Bam, bam, bam. Warum passt das hier nicht? Weil wir eins zu dicht dran sind. Scheißikow. Das kriege ich aber nicht weg, wenn ich es anders auflöse, weil ich kann den nicht weiter rüberschieben. Oh. Da bleibt also nur eine Sache übrig. Seitlich. Was soll ich sonst tun? So, kriegt er das auch. Sehr schön. Da hinten haben wir zum Glück genug Abstand. Und könnte es nur ein Problem geben. Okay, der steht falsch rum. Die stehen beide falsch rum. Davon mal abgesehen. Macht das Spiel ganz gerne. Aber hier passt das schon mal hin. Na? Okay, eins zu viel. Du stehst falsch. Das ist ja zum Glück nichts Schlimmes. Wir haben auch 600... Hä? Also manchmal... Ich reiße ab... Oh. Und dann ist das Spiel zu langsam und ich wechsle schon und dann baut er irgendwas. Nicht so geil. Und bei den Dingern, da musste man gucken, dass das kleine Ding vorne ist. Sonst ging es irgendwie nicht. Da auch wieder irgendwas gebaut. Und dann brauchen die noch Wasser. Aber das Wasser ist, glaube ich, easy peasy schneezy. Ich hoffe, ich habe nur Rohre dabei. Ich weiß, ich hatte irgendwo mal Rohre. Fragt mich nicht, wo die jetzt liegen. Dü, dü.
Okay. Damit dürftest du laufen, wenn ich ein Rezept auswähle wie Beton. Und dann kommt da Beton raus. Die haben alle ihren eigenen Eingang? Nee. Ja, dann können wir doch hier einen Merger hinmachen. Dahin. Hä? Ich reiße ab und er baut das Ding. Also, das ist irgendwas buggy im UI. Kannst du mir nicht erzählen. Der erkennt irgendwie die Befehle nicht rechtzeitig. Das ist irgendwas asynchron. Im Handling. Okay, die funktioniert. So. Auf Ausgang stellen. Und dann müssen wir nur noch das Wasser rankriegen. Können ja auch gleich. Na, obwohl. Hier vorne rumgehen ist, glaube ich, besser. Ist das denn direkt daneben? Nee, da ist nämlich noch einer dazwischen, nicht? Ja, ja, ja. Okay, machen wir es so. Auf der Höhe, aber auf dem Ding. So. Könnte das passen? Werden wir gleich sehen. Nee, gar nicht. Wo hab ich denn hingebaut? Oh Mann. Noch ein paar Rohre. Röhre. Döre. Sind die Rohre erst verlegt? Ist die Steuerung komplett am Arsch? Wirklich. Also langsam muss ich sagen, die Steuerung kommt schon aus einer Zeit, die gar nicht mehr adäquat ist, nicht? Also, ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwelche cleveren Sachen, die in der UI-Steuerung sind beim Ziehen, dass ich erstmal so Linien ziehe und ich die Teile setze, abreiße, Teile setze, absetze. Irgendwie sowas, ich weiß nicht. So, und dann bin ich mal gespannt, ob wir mit den zwei zusätzlichen Dingern das abfedern können. Energiezelle ist freigeschaltet. Ja gut, jetzt geht die Forschung Schlag auf Schlag, nicht? Jetzt komme ich Bauindustrie. Warum kann ich die Forschung nicht starten? Weil wir erst brauchen die Wartungsdrohne. Okay. Aber ich fühle mich auf jeden Fall besser mit den Zweien. Zusätzlich, nicht, ist das hier alles auf jeden Fall ein bisschen stabiler in der Herstellung. Und sollte passen. Oh, hier haben wir ein zu wenig gebaut. Warum habe ich denn das gemacht? Aber ist auch okay. Dann steht er nicht ganz hinten. Ah, das geht schon. Gibt Schlimmeres. Können wir auf jeden Fall auch nochmal zubauen. Sonst falle ich hier ständig runter. So. Und wir haben ja noch irgendwo unseren Typen, den wir wieder abstellen müssen. Wo ist er denn? Abwurfkapsel. Das ist die hier. Keine Ahnung. Wie ich die hier? Oh.
kann man hier jederzeit hin. Und was haben wir noch? Da oben. Den können wir nämlich auch noch aus dem Inventar rauskriegen. Unseren komischen kleinen Freund. Wir kommen in einer neuen Welt. Wir haben alles umgebaut. Hier hast du eine Plattform nur für dich. Redest du noch mit uns? Olomid, baue 4 Tiefenpumpen. Okay. Richtig. Dieser Mond wurde von der Foundry-Initiative nicht nur deswegen ausgewählt, weil er reich an Mineralien ist, sondern auch wegen einer flüssigen Ressource namens Olomid. Diese klebrige Flüssigkeit kann zu verschiedenen chemischen Produkten raffiniert werden, die wir benötigen. Wir sollten etwas davon finden und an die Oberfläche befördern. Jawohl. Das sollten wir tun. Also 4 Tiefenpumpen. Dann haben wir 5. Machen wir 6. So, wir haben ja Olomid. Hier ist ein 26, 30, 24. Hier sind aber 3 auf einem Haufen. Ich würde die 3 da unten angehen. 135, 122, 63. Die sind auch relativ weit oben. 71 ist ziemlich tief. Jetzt ist die Frage, nehmen wir Sprengsätze mit? Wir sind gerade hier. Wir haben ja die Taschen ein bisschen frei bekommen. Kann ich doch nochmal die Sprengungssachen mitnehmen? Oh, ich habe noch Zement und Co. in den Taschen. Das will ich noch loswerden. Was soll ich denn damit? Nichts kann ich damit erstellen. Nichts. So. Dann sind wir die beiden Sachen auch los. Und auch das Ignum Erdschotter, den kann ich doch hier vorne loswerden. Nee. Warte mal, wer brauchte... Ach, der Stahl brauchte Ignum Erdschotter. Okay, da komme ich also erstmal nicht drumherum. So, dann können wir von denen noch ein paar herstellen. Mal 60. Da fühle ich mich auf jeden Fall sicher. Wir brauchen... Tausende, von daher ist es eh egal. Wir brauchen wieder Platten. Dann holen wir noch die Platten. Die sind ja direkt nebenan. Und dann laufen wir auf die Stäbe nämlich zu. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich dann hier mehr Platten mitnehme. Und wenn wir da neben den Stäben sind, da können wir uns frei bedienen an dem Zeug. So. Ah, das sollte reichen. Stahl hatten wir noch 200, nicht wahr? Oh, Stahl nur noch 72. Tab? Nee. Wie krieg ich das wieder weg? V. Ja. Richtung Stäbe geht's. Da kann man auch mal einen Schluck trinken, nicht wahr? Prost. Ist sogar hinter dem... Ah nee, vor dem Technum-Erz. Und da wissen wir ja durch die Laufbahn auch schon, wie wir alles bauen müssen. Ah, ich hätte einen Fahrstuhl mitnehmen müssen. Eventuell. Aber ich dachte, das liegt so dicht an der Oberfläche, das brauchen wir eventuell gar nicht. Mineralgestein, Olomid. Das ist nämlich hier oben drin. Ich würde auch das hier oben erstmal nehmen. Ah, das ist sogar direkt an der Oberfläche. Ja, easy, oder? Dann bereinigen wir hier erstmal die Umgebung. Wie hoch sind denn wir hier? Höhe 137. Shit. Alles andere ist auf Höhe 136. Das heißt, wir müssen eigentlich 2 Felder runter.
Strafarbeit. Geht schnell, nicht? Wir haben ja den bisschen verbesserten Bohrer. Da können wir das weghauen. Wer braucht schon einen Planeten? Ausbeutung. So gehört sich das. Oha. Ich weiß nicht, ob es bei den Pumpen auch wichtig ist, dass es frei liegt. Glaube mal nicht. Aber in die Richtung muss es zum Beispiel auf 136 alles sein. Dass es so hoch liegt, hätte ich gar nicht erwartet. Aber na gut. Ich glaube, ich brauche gar nichts abreißen, was da oben drüber ist, nicht? Wenn ich da unten drunter alles wegreiße, fällt das eh kaputt weg. Ja. Okay. Hätte ich mir also sparen können. Ich meine, die Pumpen stehen jetzt eh höher. Und dann müssen wir eh runtergehen. Und ob ich nun ein Kästchen oder zwei Kästchen runtergehe. Ah gut, geschenkt, nicht wahr? Geschenkt. Aber wenigstens die Kanten sollten auf dem Niveau sein, wo wir abgehen wollen von... Schub, 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 schub. Schub, 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 schub. Forschung abgeschlossen. Ja, das geht jetzt ratzfatz. Aber wir lassen mal die Forschungsdinger so ein bisschen sich auch erholen. Ich meine, wir kommen ohne die anderen Elemente jetzt eh erstmal nicht weiter. Vielleicht bauen wir auch pro... Also hier nur für Polymerplatten. Beim anderen machen wir vielleicht eher die anderen Sachen... Dass wir die Vorkommen auch so ein bisschen voneinander abgrenzen von der, was sie machen. Ich glaube, dann haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe. So wie wir es beim Stahl halt auch getrennt haben. Ich glaube, wenn wir das sonst zusammenpacken, ich sehe schon zum Beispiel bei den Platten und dem Dings zusammen, das ist schon zu viel Beton. Also, dass die hier nur... Eigentlich müsste ich das für die machen und das für die. Wobei die niemals die Menge von dem da brauchen. Aber das könnte zum Beispiel noch direkt dahin liefern. Das könnte sinnvoll sein. Wenn die Platten an sich kommen genug raus. Noch jedenfalls. Bin gespannt, was die neuen Sachen jetzt alles brauchen. Hoffentlich nicht noch mehr kreuz und quer. Stäbe brauchen wir auf jeden Fall. Das ist gut. Da sind wir hier in den Stäben direkt an der Quelle. Und, ja komm, der Stein, der muss noch weg. Den können wir da nicht lassen. Alles weg. Ah komm, jetzt ist die Fläche so klein, dann können wir sie auch komplett weghauen. Dann können wir die anderen Sachen alle ordentlich hinsetzen. Ich weiß ja gar nicht, was ich brauche, ne? Und eigentlich müssten wir noch eins abbauen, weil 136 ist die Höhe, aber die brauchen ja auch Strom, die Sachen, oder? Oh. Okay, dann müssen wir gleich mal gucken,
Wie wir das mit den Pumpen machen. Okay, Olomitpumpen. Hier vielleicht. Wo sind sie? Tiefenpumpe, 6 Stück. Kriegen wir die hier überhaupt hin? Glaube nicht. Achso, und jetzt kann ich... Ah, und jetzt kriege ich erst die Information dazu. Oh, das ist ja auch... Okay, clever. Aber auch irgendwie nervig, nicht wahr? Weil nur jetzt kriege ich die Information, wenn ich sie gebaut habe. Ich hätte gern vorher geguckt, dann weiß man... Und vor allem, ich muss sie nicht nur bauen, ich muss sie auch noch auswählen. Ah. Tiefenpumpen werden zur Förderung von Flüssigkeiten aus Lagerstätten eingesetzt. Sie müssen auf leicht oder über der Lagerstätte platziert werden. Müssen auf oder leicht über, okay. Und beginnen automatisch mit dem Bohren, sobald sie mit Strom versorgt werden. Schließe mit externer Flüssigkeit an zum Transportieren. Okay, die kriegen stark Strom. Lagerstätten sind große, kegelförmige Felsobjekte, die verschiedene Arten von seltenen Flüssigkeiten halten. Sie können an der Oberfläche liegen oder im Boden vergraben sein und lassen sich mit dem tragbaren Scanner finden. Eine Lagerstätte kann nicht durch Bohren oder Sprengen entfernt werden. Okay, das ist natürlich gut. Das heißt, ich hätte auch drumherum jetzt alles wegspringen können. Hm. Ja, wie machen wir denn das? Also stellen wir erstmal die hier hin. Dann gegenüber die hier. Ich weiß halt nicht, ob die Abstände zueinander brauchen oder nicht. Das habe ich jetzt nicht rauslesen können. So, und wo? Die pumpen doch das in unser Öllager. Das Öllager braucht Strom auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen doch... Aber vielleicht machen wir das einfach hier hin. Dann muss ich nicht so viel Boden wegnehmen. Dass ich uns hier so eine kleine Ecke reinzimmer, wo wir das dann alles auffangen. Der Strom liegt ja gleich rechts. Den können wir uns also rüberholen. Und hallo, Kedro. Und hallo, auf Wiedersehen. Ich frage mich wirklich, was bringt Spambots? Wer ist so kleinteilig, auf Nachrichten vom Spambot wirklich was zu kaufen? Also wer ist so dumm? Gibt es solche Menschen? Und wenn ja, wo? Wo wohnen die? Wo kommen die her? Und wie können die atmen? Das ist immer die Frage, die ich mir am meisten stelle bei sowas. Weil ich meine, es müssen ja Leute kaufen, sonst würde man das nicht machen. Das ist wie mit dem WoW-Gold damals. Wer hat da Geld reingesteckt? Ich weiß es immer noch nicht. Werde es wahrscheinlich auch nie erfahren. Aber ja. Muss ja eine Industrie sein, die sich lohnt. Das renne ich schon wieder zu viel weg, nicht? Ich wollte doch nur so eine kleine Ecke wegmachen. Reicht doch. Hör auf. Es macht aber auch Spaß, nicht? Ist so ein bisschen meditativ. Zack. Und das soll ja erstmal nur Speicherung sein. Wo haben wir denn unseren Flüssigkeitstank? Einen hatte ich noch. Ich weiß nicht, ob einer reicht. Erstmal gucken. Und ich habe keine Dings mehr, keine Rohre. Ich kann noch nicht so viel Rohre herstellen. Okay, wartet. Wir machen was. Irgendwo muss ich hunderte Rohre liegen haben. Kann die nicht alle verbraucht haben. Ist hier echt nur so ein Schrott drin auch? Ist
sind nur die kleinen Dinge. Ist auch schon alles weg. Ich könnte die Kisten mit rübernehmen schon, die leer sind. Müssen hier eh zu den anderen Kisten. Jeder Meter, der hier wegkommt, nicht? Ist ein guter Meter. Ah, muss ich aufpassen, sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Oh. Manchmal ruckelt das Spiel. Gerade wenn es speichert, hat so echte Bottlenecks. So, sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Stäbe, Beton, was brauchen wir denn noch? Oh, warum habe ich denn so viel Scheiß dabei auf einmal? Steppenwüstensamen. Biomasse. Nicht schon wieder so viel. Mann. Oder habe ich die Rohre alle beim Beton verbraucht? Ich hatte mal so viele Rohre hergestellt am Anfang, wo ich nicht wusste, und dann kamen mir mal zwei raus. Als mir aufgefallen ist, hatte ich so viele Rohre. Okay, Maschinenteile sind auf jeden Fall noch gut da. Oh, es fließt aber auch hier. Gut weg. Wir gehen über die Platten dahin. Dann kann ich nämlich einmal checken, was mit den Platten so ist. Plattensprung! Hier ist immer noch nicht genug drin, obwohl hier voll sein müsste langsam. Hier noch nicht. Okay. Das heißt, jetzt bevorzugt er links über rechts. Sehr spannend. Also, solange es mit den Platten passt, reicht das ja. Wo ist unser Müllcontainer? Da hinten. Hier laufe ich am liebsten, weil es halt doppelgleisig ist. Zoom, zoom. Da würde auch eins reichen, nicht? Aber jetzt ist gebaut, dann ist auch egal. Oh, was will er denn von uns? Oh, ich kann ihn kitzeln. Hä? Okay. Olomid! Wir haben das Olomid. Jetzt können wir uns an die chemische Verarbeitung wagen. Jawohl. Damit fängt der Spaß erst richtig an. Lass uns damit beginnen. Übrigens, BB, gibt es Neuigkeiten von der Station? Nein. Ich weigere mich zu glauben, dass unsere Kapsel wegen einer Fehlfunktion gestartet ist. Wir sind keine Fehlfunktion. Ja, und? Okay, das andere fragen wir noch nicht. Also, wenn ich da hochgucke, glaube ich kaum, dass das eine Fehlfunktion war. Also, vielleicht sind wir zufällig runtergefallen, weil ein Teil explodiert ist. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir nicht die Fehlfunktion sind. Die Fehlfunktion ist durch die Explosion ausgelöst worden. Also ist das, was wir hier unten machen, sicher nicht falsch. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ups. Und Planeten ausbeuten kann nie schlecht sein. Das glaube ich nicht. Das kann nicht wahr sein. Mein Weltbild. Zerstört. Okay, die Kisten wollten wir noch aufbauen. Keine Ahnung. So. Hier ist nichts drin. Nur noch Pumpen drin. Nur Sprengstoff drin. Ein Aufzug wollte ich mitnehmen. Falls wir den brauchen. Warte mal. Aber wenn wir Olomid von unten holen, brauchen. Aber gut, das mache ich ja jetzt nicht. Wir sind ja alles oben. Nee, brauche ich alles nicht. Dann brauche ich eigentlich nur Stahl. Und Stahl holen wir uns bei den erweiterten Maschinenteilen schnell raus. Ich meine, wir können auch hier stehen und einfach den Stahl wegnehmen.
Geht, glaube ich, schneller, als ich, wenn ich ihn aus der Maschine hole. So, mal ein bisschen zur Maschine durchlaufen lassen, falls sie was braucht. Ich kann einfach E gedrückt halten. Das ist ja noch besser. Wie viel haben wir schon? Über 200? Genau 200? Boah, bin ich Profi. Rohre. Ich würde sagen, brauchen wir einige. Oh, nicht abreißen. Dann können wir ein bisschen Stahl mitnehmen, weil die Maschinen brauchen ja auch Stahl. Dann nehmen wir vielleicht so 400 mit. Ja, könnte schon passen, oder? 400 klingt nach einer halbwegs runden Summe. 184 erst. Ah, hier kommen lückenhaft Stahldinge an. Was ist denn da los? Wird nicht genug Stahl produziert? So. Ja, das reicht. Also ich bin erstaunt, dass der ganze Strom noch funktioniert. Aber mit dem Olomit, denke ich mal, wird das zusammenbrechen. Ja, wir gehen den Umweg, oder? Ich meine, ich sehe das Olomit von hier. Kommen wir hier rüber? Schaffen wir das? Schaffen wir nicht. Schaffen wir. Schaffen wir nicht. Let's go! Natürlich, wenn ich nicht springe, dann schaffen wir es nicht. Ich habe Leertaste gedrückt, aber da war er schon im Fallmodus. Dann halt hier lang. 157. Ich wollte nicht so viele. Nein! Ach, weil ich Shift beim Laufen drücke. Ja, diese Doppelbelegung von UI, nicht? Das ist total verwirrend. Fortgeschrittene Maschinenteile, elektronische Komponente, Leiterplatten, Energiezellen. Okay, Wartungsdrohne. Energiezelle, Olomit, Gas, Olomitsäure. Ah, dafür brauchen wir das Igniumpulver, okay. Für das Gas kriegen wir Gas und Abgase, okay. Da kriegen wir auch Abgase. Das heißt, wir werden den Planeten so richtig schön eindullen. Da will ich hoch. Wir bauen nämlich ein paar Stäbe noch. So. Dann kann das hier mal wieder laufen. Ich habe das Olomit noch gar nicht gekennzeichnet. Dann machen wir Olomit. Was ist das? Achso, es sah aus wie so ein Abschlussrohr. Aber ist ja gar keins. So, hoch. Mindestens eins. Ja, okay, da brauchen wir die erste T-Kreuzung. Haben wir sie so und da brauchen wir die nächste. So, Kreuzung, würde ich sagen. Also von da hinten. Da kommen zwei. Auf der Höhe.
Das sind die beiden. Dann kommt einmal die hier daran, einmal die hier daran. So. Die kommt von hinten. Die ist auf der gleichen Höhe wie die, das ist gut. Dann kommt die hier ran und die kommen beide seitlich ran. Okay. Und wir bauen jetzt erstmal die Geraden. Ja. 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 Wo hat die ihren Ausgang? Falsch rum. Okay, die drei müssen nochmal neu gebaut werden. Aber ich habe zwei, wollte ich doch Platz lassen. Warte mal. Das passt noch nicht. So machen wir den Platz. Jawollo, jawollo. Okay, da kann ich nicht hoch. Ah, mit diesem Platziermodus. Ich hasse es. Wirklich. Wie aus dem Mittelalter langsam fühlt sich das wirklich an. Nee, es ist falsch. Nee, machen wir so. Okay, ich glaube, jetzt haben wir einen Großteil der Geraden. Jetzt brauchen wir erstmal Kurven. Dann müssen wir die Reste flicken, die nicht fertig sind. Hier fehlt zum Beispiel eine Gerade. Oh Mann, Platzierungsmodus, danke. Dass man den auch immer umstellen muss und dann kann man da nicht ran, weil da irgendwas im Weg ist. Dann muss man irgendwie rumlaufen, sodass man das da hinsetzen kann, wo man will. Ja, das fühlt sich nicht smooth an, auf jeden Fall. Klar, mit Jetpack irgendwann werde ich darüber fliegen, aber bis ich erstmal da zum Jetpack komme, nicht? Brauche ich ja das erstmal alles. Da fehlt noch einer. Okay. Interessant. Warum mache ich hier nicht eine T-Kreuzung hin, anstatt da? Dann brauche ich doch nicht so viel Rohre verballern. Okay, die gehen jetzt alle zusammen daran. Weiß halt nicht, ob das gut ist oder nicht. Hier fehlt noch eine Kurve. Und dann brauchen wir Strom. Das heißt, den müssen wir irgendwie von da hinten, ist gar nicht so weit, hierher zimmern. Nehmen wir den da, glaube ich. Oder nehmen wir dich? Nee, wir nehmen dich. Anderer Baumodus. Ach, zum Glück. Wir sind an Land. Okay. Da geht's wirklich nur bis... Na, sag mal. Oh, Alter. Das meine ich. Ich muss ein Stück hoch, dann kann er wieder nicht bauen. Dann, oh, Mann.
Dieses Platzierungssystem. Das fühlt sich halt alles nicht rund an, nicht? So gezwungen, so. Ja, einfach altbacken. So eine Platzierungssysteme gab es halt schon, weiß ich nicht wann, in welchen Spielen. Da hätte man auf jeden Fall modernere Ansätze vielleicht wählen können, so wie in Manorlords. Ja, ich finde jetzt, Manorlords war jetzt nicht das Highlight-Spiel, aber vom UI-Steuerung her war es halt einfach gigantisch, ja, muss man einfach so sehen. Ja, ich komme da nicht hin, ich weiß. Leck mir doch den Poppes. Okay, hier muss ich wieder nach da. Okay, komm ich. Oh Mann, dass der nicht mal einen halben Meter irgendwie springen kann. Das sind scheiß Roboter. Ich meine, wir haben Roboter, die besser sind heutzutage. Und da ist wieder 2 hoch, da kommt er wieder nicht ran. Es ist wirklich, es ist einfach nur. Oh Mann. Auch hier. Entweder nach da oder nach da. Ja, aber setz es doch einfach auf den Boden. Mein Gott, kann doch nicht so schwer sein. Kann nicht so schwer sein. Oh, mein Herz. Oh. Okay, machen wir es so. Dann schließen wir die hier an. So. Und dann arbeiten die Pumpen. Oh. Ich hab. Sorry, die müssen nochmal. Ich habe dazwischen einen vergessen. Wir haben ja mehr als 2 Pumpen. Ah, kriegen wir hin. So. Du daran, du daran. Du daran, du daran. So, da haben wir 6 Pumpen. Und Roholomit kommt rein. Sehr schön. Und den Rest sehen wir in der nächsten Folge.